Live aus Berlin, das ZDF-Wahlforum geht weiter. Countdown zur Bundestagswahl. Mit Bettina Schausten und Christian Sievers. Guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend zum zweiten Teil und willkommen zurück zum ZDF-Wahlforum. Bis 23.30 Uhr haben wir noch Zeit und wir haben viele, viele, viele Fragen von Ihnen, die wir noch stellen werden an die Politiker. Genau, Sie können weiterhin anrufen. Die Nummern sagen wir Ihnen gerne nochmal. 0800 33 30 100, das ist die Telefonnummer, und Fax 0800 93 30 322. Wir haben auch immer noch die da, die das Ganze beantworten sollen. Keiner ist gegangen und wir dürfen noch mal eben herzlich noch mal begrüßen Petra Pau von der Linken, Markus Söder, CSU, Ursula von der Leyen, CDU, Sigmar Gabriel, SPD, Dirk Niebel, FDP und Cem Özdemir von den Grünen. So, die halten auch durch und von Watte-Wahlkampf konnte bisher keine Rede sein, Christian. Nee, absolut nicht in dieser Sendung. Auch weiterhin per E-Mail können Sie übrigens mitmachen, wenn Sie wollen. Wahlforum@zdf.de. So, schauen wir doch noch mal ein bisschen zurück, was Sie möglicherweise verpasst haben. Unsere Sendung geht ja schon seit 20.15 Uhr und wir haben jetzt mal all die Zeit zusammengefasst in etwa 2 Minuten. Hörst du mir, viele Leute haben keine Lust mehr auf Politik. Was würden Sie dagegen tun? Das kann ich auch gelegentlich verstehen, wenn ich mir anschaue, wie lahm dieser Wahlkampf zum Teil von den Kollegen und Kolleginnen geführt wird. Nach dem Streitgespräch der beiden Spitzenkandidaten von CDU, CSU und SPD kann man das, glaube ich, wirklich sagen. Herr Gabriel, die Opposition wirft Ihnen vor, dass Sie sowieso nur an der Fortsetzung der Großen Koalition arbeiten würden. Ist das bei Ihnen persönlich auch so? Gottes Willen, das möge der Wähler verhindern. Christian, wie steht's denn so? Ja, die Plakataktion, das Thema war ja Werbung machen fürs Wählen gehen. Das haben wir Nachwuchswerbern, also zukünftigen Werbeprofis, mitgegeben. Wenn ich die Logik Frau von der Leyen richtig verstanden habe, dann haben die Eltern quasi 9 Monate vor Ausbruch der Wirtschaftskrise antizipiert, dass sie kommen wird. Denn zum Beginn der Ausbruch der Wirtschaftskrise gab es da schon weniger Kinder. Die Logik, die habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber geschenkt. Ich gehöre ja zu denen. Herr Özdemir, also das geht jetzt gar nicht. Im Jahr 2000. Also das ist auch Verdummung. Das geht überhaupt nicht. Und der Refrain ist ziemlich catchy. Dein Wahllokal ist offen bis um 18 Uhr. Beweg dein Arsch, geht zur Wahl. Ja, da muss aber auch Geld dazukommen. Und da finde ich, ist das Elterngeld eine Mogelpackung. Ist okay. Es gibt Demokratie in Bayern. Jetzt bleib halt mal ganz ruhig. Das ist in dem Fall gut für dich. 18% Abiturquote ist ganz schön schlecht. Ergabe, lass mich doch aussehen. Erstens, die alten Kraftwerke, wie sie hier genannt werden, sind immer wieder nachgerüstet worden. Und 400 Störfälle im Schnitt. 400 Störfälle im Schnitt. Ich sehe nicht ein, warum wir am Ende aus einer sicheren, bezahlbaren Energie vorzeitig aussteigen. Kann man gelegentlich mal einen Faktencheck machen bei so viel Erfindungsreichtum in den Argumenten, Herr Gabriel, die Herr Söder eben noch hat? Größter Erfinder bei der Guten Abend, ich habe eine Frage an den Herrn Söder. Da Sie ja im ganzen Land als Atomlobbyist bekannt sind, möchte ich gerne fragen, warum Sie dann nicht in Bayern ein Endlager für Ihren Atommüll suchen? Vieles noch an Fragen da und offen geblieben bisher. Und das geht wirklich so weiter. Alle 2 Sekunden, würde ich sagen, kommt eine E-Mail von Ihnen. So, und weil die... Das also der erste Teil. Und weil die Diskussion so munter war, haben wir auch manches noch gar nicht geschafft. Wir fragen ja hier heute Abend, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wir haben über Kinder und Familie gesprochen, wir haben über Klima und Umwelt und auch die Zukunft von Arbeitsplätzen gesprochen und wollen jetzt auch noch mal über Integration reden. Wir wollen ja eine Gesellschaft sein, oder die international ist und tolerant und in der eben auch Menschen aus dem Ausland als Bereicherung empfunden werden. Frau Pau, wie weit sind wir von einer solchen im guten Sinne multikulturellen Gesellschaft entfernt?
Ja, zuallererst müssen wir uns klar machen, und das ist lange verweigert worden, insbesondere von der Union, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist und dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht Gäste auf Zeit sind, sondern Bestandteil dieser Gesellschaft und die Gesellschaft auch bereichern. Das heißt aber, dass man dann auch Integration nicht als Problem der Innenpolitik oder der Kriminalitätsprävention, wie es gelegentlich geschieht, sehen kann, sondern das ist eine Frage von Bildungspolitik, von Teilhabe bis hin zum Wahlrecht für die Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben und natürlich auch die Möglichkeit von Bildung, Qualifikation und Arbeitsplätzen. Hm. Bildung, Qualifikation, Arbeitsplätze. Cem Özdemir, ich würde Sie gerne fragen, wir haben ja vielleicht vor lauter politischer Korrektheit dieses Wort Ungetüm erfunden, Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Haben Sie irgendwie einen besseren Ausdruck dafür, den Sie vorschlagen können? Also es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Migrationsgeschichte. Ganz früher sagten wir mal Gastarbeiter, dann Ausländer, dann Einwanderer. Ich bin eingewandert über den Kreißsaal. Dort habe ich quasi Deutschland erblickt zum ersten Mal. Egal, was Sie für ein Wort nehmen. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die farbenblind ist, wo es nicht mehr so sehr darauf ankommt, ob meine Vorfahren aus Kasachstan kommen, Aussiedler, ob sie aus Anatolien kommen, wie meine Eltern, oder ob sie schon in der Schlacht im Teutoburger Wald gegen die Römer gekämpft haben. Wichtig ist, wohin wollen wir gehen? Eine gemeinsame Gesellschaft, in der wir zusammenleben. Die Probleme des Umweltschutzes, soziale Probleme, das sind keine deutschen oder Migrantenprobleme, das sind unsere gemeinsamen Probleme und nur gemeinsam können wir sie lösen. Meine Vision ist das, was wir in der Fußballnationalmannschaft haben. Da spielen Spieler unterschiedlicher Herkunft mit Namen, die sich ja auch nicht so typisch deutsch anhören. Aber sie spielen gemeinsam und hoffentlich erfolgreich. Das zeigt, Zusammenleben kann die Gesellschaft auch reicher machen. Genau, jetzt haben Sie nämlich schon... Jetzt haben Sie nämlich schon hier im Studio was gesehen, was die Zuschauer noch nicht gesehen haben. Dass da nämlich schon ein Stück multikulturelle Gesellschaft aufs Schönste... verwirklicht ist, Christian. Ja, ich kann einfach mal rübergehen zur deutschen U21-Fußballnationalmannschaft. Ist ja gerade im Sommer Europameister geworden in Schweden. Ich stelle mich einfach mal dazu. Und von den Jungs hier haben 9 der 11 Spieler, ich sage jetzt nochmal das Wort, Migrationshintergrund. Also sind die Vereinten Nationen auf dem Rasen, kann man so sagen. Manche sind, Herr Özdemir, auch via Kreißsaal eingewandert. Das stimmt, aber die Nationen lesen sich beeindruckend. Da haben wir Bosnien-Herzegowina, wir haben Russland, wir haben den Iran, Nigeria. Und dann haben wir hier Nummer 10, Mesut Özil, als Sohn türkischer Eltern in Gelsenkirchen geboren. Und ja, der ist jetzt auch A-Nationalspieler. Und Bettina, was für einer. Ja, kann man wohl sagen. Frau von der Leyen, Mesut Özil hat seine türkische Staatsbürgerschaft abgegeben und hat, um dann auch national zu spielen, die deutsche angenommen. Warum ist das immer noch so? Warum gibt sich die Möglichkeit doppelter Staatsbürgerschaft? Nun, weil im Jahr 2000 entschieden worden ist per Gesetz, dass diejenigen, die zwischen 18 und 23 Jahre alt sind, sich entscheiden müssen, ob sie die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen wollen oder eine andere Staatsbürgerschaft, also die aus ihrem Herkunftsland oder das ihrer Eltern. Ich glaube, das ist auch richtig, denn da geht es ja darum, dass man Pflichten und Rechte hat und sich entscheiden muss, in welchem Land möchte ich wählen, in welchem Land will ich auch dann die Rechte haben, in welchem Land will ich auch die Pflichten übernehmen. Und wenn wir sehen, was das für Auswirkungen hat, dann heißt das ja auch, ich entscheide mich für ein Land, dass ich sage, das ist mein Heimatland, das ist das Land, wo ich jetzt die Staatsbürgerschaft annehme. Es ist eine Chance für junge Menschen, auch deutlich zu machen, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben und dann aber auch ganz klar darauf zu dringen, ich gehöre hierhin. Aber könnte die Zahl der Einbürgerinnen nicht deutlich gesteigert werden mit doppelter Staatsbürgerschaft? Sigmar Gabriel? Ich habe selber eine Familiengeschichte, in der ich weiß, wie sich zum Beispiel eine junge Türkin fühlt, der man sagt, die gleichen Rechte hast du, obwohl du hier aufgewachsen bist, die deutsche Sprache besser sprichst als manche Deutsche, obwohl du Abitur gemacht hast, studiert hast, obwohl du als Türkin Referatsleiterin in einer deutschen Kulturbehörde für deutsche Hochkultur bist, kriegst du die gleichen Rechte nur, wenn du dich konkret verabschiedest von deiner Geschichte. So empfinden die das. Zu sagen, du musst die Wurzeln kappen. Das macht man, wenn man sein Staatsbürgerrecht abgibt. Es gibt ja nicht doppelte Rechte, sondern wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft hätte, das gibt es ja durchaus. Es gibt Menschen, die sind Deutsche und Österreicher, Deutsche und Amerikaner. Die haben ja nicht deshalb doppelte Rechte, aber sie müssen ihre Wurzeln nicht kappen. Und ich finde, das sollen Menschen frei entscheiden. Für mich ist Wahlrecht ein Menschenrecht, dass ich Politikerinnen und Politiker wählen kann,
wenn ich lange in einem Land lebe, in dem ich Steuern zahle, Sozialabgaben zahle und sozusagen mitbestimmen will, wie dieses Land sich weiterentwickelt, warum hängt das eigentlich vom Pass ab? Warum ist das nicht einfach ein Menschenrecht in einem Land, in dem wir zivilisiert miteinander umgehen können? Und warum bindet man das daran, dass Ausländerinnen und Ausländer ihre Wurzeln kappen müssen? Und das finde ich falsch. Genau, diese Frage werden sich viele Migranten hier bei uns im Land auch stellen. Bevor wir die anderen beiden Positionen noch dazu nehmen, gucken wir doch mal kurz nach Duisburg-Marxloh. Da haben wir heute Abend auch Zuschauer. Patricia Wiedemeyer ist da. Es ist ja Ramadan. Da sind Leute, die sich jetzt versammelt haben, sich getroffen haben, auch unsere Sendung schon verfolgt haben. Patricia, und Marxloh gilt ja, man hat vom Wunder von Marxloh gesprochen, als ein wirklich geglückter Moscheebau insbesondere. Ja, also wie gesagt, ich stehe hier vor der Moschee in Duisburg-Marxloh. Es ist eine der größten in ganz Deutschland. Und gerade heute Abend wird hier groß gefeiert. Es ist die Nacht der Offenbarung. Das ist mit das größte Fest im Ramadan. Es sind an die 4000 Besucher hier, die hier heute Abend feiern. Vor etwa einer halben Stunde hat gerade das abendliche Gebet begonnen. Ein Wunder von Marxloh, so hat man das hier genannt, weil dieser Bau, der letztes Jahr eröffnet wurde, in ganz schneller Zeit, in ganz kurzer Zeit fertiggestellt wurde. Ganze 3,5 Jahre hat dieser Bau gedauert. Also das ist wirklich sensationell. Und es gab überhaupt keine Bürgerproteste. Auch das ist erstaunlich, aber sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass die Muslime hier in Duisburg wirklich integriert sind und angekommen sind. Auch wenn man einen Blick wirft auf die Straßen hier in Duisburg-Marxloh, dann sieht man, hier wird wirklich Multikulti gelebt. Von den 18.000 Einwohnern sind hier etwa 6.000 Ausländer. Die meisten von ihnen sind Türken. Und sie prägen längst das Stadtbild. Es gibt nur noch türkische Supermärkte, Brautmoden und Imbissbuden. Deutsche Geschäfte findet man hier kaum noch. Das Miteinander in Marxloh, es scheint wirklich zu funktionieren. Die Vernetzung verschiedener Kulturen, Religionen und Lebensgewohnheiten wird hier alltäglich gelebt. Und selbst die Moschee, die wie gesagt letztes Jahr eröffnet wurde, ist inzwischen zum Begegnungszentrum aller Religionen geworden. 6000 nicht-muslimische Besucher pro Monat zeigen, Integration ist möglich. Und bei mir habe ich jetzt drei, ich würde sagen, echte Marxloher, die wirklich hier aufgewachsen sind, durch den Kreissaal sozusagen hier angekommen sind, wie wir eben so schön hörten. Ich begrüße als erstes Frau Sylvia Kaikin. Sie sind hier aufgewachsen. Als ein Problem wird ja immer noch empfunden, dass viele Migranten die deutsche Sprache nicht können. Sie sind jetzt nicht so ein Beispiel, Sie können sehr gut Deutsch. Aber woran liegt es, dass viele nach wie vor sich teilweise auch weigern, die deutsche Sprache zu lernen? Das hat, denke ich, mit Weigern nichts zu tun. Man kann die deutsche Sprache, das wird man hier im Publikum bei einigen auch hören können. Das Wichtigste ist, dass man die Begegnung im Alltag gewährleisten kann. Wir haben auch die deutsche Sprache nicht nur an der Schule gelernt, sondern voneinander, miteinander. Und insofern ist die Begegnung und das Miteinander der Kinder sehr wichtig. Aber trotzdem, die Realität sieht anders aus. Viele können nach wie vor, auch wenn sie in den Kindergarten kommen, wenn sie in die Grundschule kommen, die deutsche Sprache nicht. Was können Politiker tun, um das zu ändern? Es ist wichtig, dass man die deutsche Sprache, wie gesagt, im Alltag kennenlernt. Und wir haben teilweise auch Sprachförderungen an den Schulen. Aber wir haben auch zum Beispiel mal gefordert, dass so diese Busing-Systeme eingeführt werden, wo Kinder von einer Schule in die anderen auch, um den Austausch zu gewährleisten, ermöglicht werden kann. Aber für viele Dinge, so wie auch dafür, hat die Stadt Duisburg natürlich kein Geld. Und also Sie fordern gemischte Schulen, nicht wie hier in Marxloh, dass die Grundschule wirklich nur von, sagen wir mal, türkischen Kindern besucht wird, sondern dass die Kinder von hier zum Beispiel auch in den Süden Duisburgs gehen, damit mehr gemischt wird. Ist das richtig? Den Kindern zu ermöglichen, die Sprache anzuwenden, das ist wichtig. Und bei 95% Ausländeranteil an einer Schule ist das für viele Kinder die Chancengleichheit nicht gegeben. Und insofern wüsste ich von den Politikern, was sie unabhängig von der Sprachförderung, die gegeben wird, noch für Maßnahmen in diese Richtung ergreifen möchten. Als nächstes begrüße ich Mustafa Kükük. Was fordern Sie? Was ist Ihre Forderung an die Politiker? Was muss sich hier im realen Leben ändern? Also im realen Leben muss sich ändern, dass was auch gefordert wird, auch dass man das selber erbringt. Das heißt, Öffnung, Transparenz, Partizipationsmöglichkeiten auf der Ebene
Gilt das für beide Seiten? Für beide Seiten natürlich. Auf der einen Seite müssen die Migranten selbstkritisch sein, müssen sich selber fordern und fördern. Aber auf der anderen Seite brauchen diese Menschen Chancen, Ressourcen, um die Strukturen in den Gemeinden, wenn sie bei uns zum Beispiel sehen, wir sind nur eine einfache e.V., vergleichbar mit einem Gartenverein, mit einem Karnickelverein, nichts anderes darüber hinaus. Das heißt, dass die Arbeit hier vor Ort an der Basis gestärkt werden muss. Muss auch beim Thema Bildung mehr getan werden? Also nach wie vor ist es so, dass zum Beispiel Schüler mit Migrationshintergrund weniger Chancen haben, eine Lehrstelle zu finden oder eine gute Arbeitsstelle zu finden? Das ist so, leider so. Aber das ist eben das Problem, das wir gemeinsam lösen müssen. Wir sind ein Partner der Gesellschaft, in der Gesellschaft, die wir eventuell einen anderen Zugang in die Community haben. Wir sind bereit, mit der Politik immer schon gewesen, das auf eine niveauvolle, qualitative Ebene mit anzuheben. Aber dafür braucht man Ressourcen und Stärkung der Strukturen. Als letztes begrüße ich noch Frau Elif Satt. Sie, man sieht es, tragen demonstrativ Kopftuch, sind aber wirklich erfolgreich hier als Geschäftsfrau tätig. Was ist Ihre Forderung, Ihre Frage jetzt an die Politiker, die bei uns im Studio sitzen? Was fordern Sie gerade als Frau, die demonstrativ zu Ihrer Kultur steht? Also demonstrativ zu meiner Kultur stehe ich natürlich, aber nicht jetzt unterstreichen mit dem Kopftuch. Ich bin hier Vereinsvorsitzende in dieser Begegnungsstätte, bin hier in Marxloh geboren, aufgewachsen und bin seit 15 Jahren hauptberuflich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Also ich möchte damit eigentlich eins zum Ausdruck bringen, dass wenn Chancen gegeben werden, wenn Möglichkeiten geschaffen werden, dass insbesondere Frauen unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft und unabhängig von ihrer Kultur, von ihrem kulturellen Hintergrund hier partizipieren können an dem, was hier an sozialen Aktivitäten passiert oder an dem politischen Geschehen, was hier passiert. Und das passiert bisher zu wenig Ihrer Ansicht nach. Ist das diese Frage, die wir jetzt nach Berlin ins Studio geben sollen an die Politiker? Also meine Frage ist, geht in die Richtung, was wird in dieser Richtung ganz klar an konkreten Maßnahmen getroffen, um da wirklich allen Herkünften und auch allen Menschen mit verschiedenen Hintergründen die Möglichkeit geschaffen wird, an dem Alltag hier zu partizipieren, was da für konkrete Maßnahmen in der Zukunft von den Politikern getroffen wird. Ja, einige Fragen und damit erstmal zurück nach Berlin. Ja, vielen Dank, Patricia Wiedemeyer. Eine interessante Runde und auch mit interessanten Bildern. Vielleicht mal an Frau von der Leyen. In der Finanzdienstleistungsbranche arbeitet sie, hat sie gesagt, und kann dort Kopftuch tragen. Als Lehrerin könnte sie das nicht. Brauchen wir noch ein stärkeres Umdenken in unserer Gesellschaft, dass das normal ist? Wir haben ja die Diskussion über Kopftuch in der Schule nun ausgiebig geführt und ich glaube auch ganz klare Positionen dazu, dass gerade die Schule ein sensibler Bereich ist. Aber wo es beginnt, das kam ja auch in diesem Beitrag immer wieder zum Ausdruck. Es kommt auf den Anfang an. Es kommt darauf an, dass Sprache und Zugehörigkeit gelernt wird von den Kindern, vor allen Dingen, wenn sie klein sind. Dass das ganze Thema Ausbau der Kinderbetreuung, die Kinder mit Migrationshintergrund gehen halb so häufig in den Kindergarten wie andere Kinder. Das ist aber die Chance für sie, Freundschaften zu schließen. Das ist die Chance für sie, Sprache zu lernen, Strukturen zu lernen. Das ist die Chance für sie, auch aufgenommen zu werden in eine Gemeinschaft, wo sie dann nicht, wenn sie den ersten Schultag haben, Frontalunterricht bei Lehrerinnen und Lehrern in einer Sprache, die für sie schwierig ist. Übrigens betrifft Sprache nicht nur, muss man deutlich sagen, Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch Kinder aus sozial schwachen Familien. Also die Frage der Bildung, die Bildung für Kinder am Anfang an, das ist das Entscheidende. Zweiter Punkt, das muss man noch mal deutlich sagen. Noch, weil wir sie kriegen die Kinder nur über die Mütter vor allem. Die Mütter müssen lernen, Deutsch zu sprechen. Sie wollen es übrigens auch. Das ist das Thema, das in den Kursen ist, den Müttern vor allen Dingen die deutsche Sprache zu ermöglichen, dass sie teilhaben können, dass sie mittendrin sein können, dass sie mit ihren Kindern dann auch den Weg schaffen, dass die Kinder vor allen Dingen in den Themen der Bildung, der Schule Chancen haben, auch wirklich ihre Fähigkeiten zu entfalten. Da müssen wir ansetzen. Das war ja auch noch eine ganz konkrete Frage, die die erste Dame gestellt hat. Maßnahmen für bessere Integration von Kindern, unter anderem Sprachförderung. Sie sprach gemischte Schulen an, dass man das sicherstellt und forderte auch, dass da natürlich mehr Gelder in die Hand genommen werden müssen. Wie ist die Antwort der FDP?
Also zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es gut ist, dass durch die Beteiligung der FDP mit der Schlüsselstellung über das Land Rheinland-Pfalz damals ein Zuwanderungsgesetz eingeführt wurde, weil eine Lebenslüge Deutschlands damit beendet worden ist. Wir sind ein Zuwanderungsland. Wir haben die Zuwanderung bloß bis dorthin nicht geregelt. Und es ist für alle Beteiligten, für die, die zu uns kommen und für die, die schon hier sind, gut, wenn es klare Regeln und klare Spielregeln gibt. Das müssen wir fortschreiben durch ein Zuwanderungssystem mit einem Punktesystem bei einer humanitären Quote, wo aber auch tatsächlich die eigenen Interessen unserer Gemeinschaft, was Zuwanderung anbetrifft, mit berücksichtigt werden. Richtig ist, dass der Schlüssel in der möglichst frühen Erlernung der deutschen Sprache ist. Das muss mit Sprachstandstests beginnen, damit frühzeitig eingegriffen und geholfen werden kann, sei es therapeutische Notwendigkeiten oder rein sprachliche Notwendigkeiten, um zu gewährleisten, dass mit dem Beginn der Schule dem Unterricht gefolgt werden kann. Dafür brauchen wir zwei Dinge, Wahlfreiheit und Autonomie. Wahlfreiheit, um die Schule wählen zu dürfen, die für das Kind, für dessen Talente am geeignetsten ist, und Autonomie für die Bildungseinrichtungen, um möglichst vielfältige Profile zu entwickeln, damit auch jedes Talent ein richtiges Angebot bekommt. Herr Söder, jetzt haben wir hier mit Duisburg-Marxloh ein wirklich positives Beispiel gesehen. Ich weiß, in Bayern, gerade auch in München, gibt es auch Fälle oder einen Fall, wo ein Moscheebau mit großen Auseinandersetzungen stattfindet und mit großem Widerstand der Bevölkerung. Was würden Sie sagen? Ist das jetzt ein positiver Ausnahmefall? Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Duisburger Stadtteil nach den Bildern, die wir gerade gesehen sind, jetzt ein Musterbeispiel für Integration ist. Denn es sah mir nicht weil die Gefahr, die wir in vielen Stadtteilen haben, dass wir natürlich dann am Ende nicht Integration haben, sondern Stadtteile im Grunde genommen von einer Bevölkerungsgruppe sehr stark bewohnt werden. Das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung. Denn wir haben dann die Situation, dass durch Heirat beispielsweise Integrationsgewinne verloren gehen, weil beispielsweise durch die Heirat jemand wieder dazukommt, nachzieht beispielsweise, die Kinder dort in dem gesamten Umfeld dann wieder in der Heimatsprache erzogen werden und damit der gesamte Integrationsgewinn von ein oder zwei Generationen kaputt geht. Deswegen glaube ich, Folgendes wichtig ist. Erstens, natürlich braucht es enorme Anstrengungen, auch finanzielle, wir tun das übrigens, Sprachkurse, die gemacht werden, Integrationskurse, die gemacht werden. Es braucht aber auch die Bereitschaft dazu. Und wir spüren bei einigen Migranten sehr große Bereitschaft, das anzunehmen, sehr große Chancennutzung. Wir spüren bei anderen aber genau das Gegenteil. Und uns muss jetzt auch eines klar sein, Integration braucht beides. Sie braucht ein Angebot, aber es muss auch bei denen, die integriert werden wollen, auch die Bereitschaft sein, sich zu integrieren. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und dazu gehört auch ein Satz noch. Und ich bin froh, dass wir jetzt in Deutschland so weit sind. Es war lange umstritten, dass die gemeinsame Sprache als auch Wert angesehen wird, der wichtig ist für diese Integration. Es gab ja lange Jahre eine harte Debatte darüber. Und ich glaube auch, dass das Islamforum, das letzte gemacht wurde, der Gipfel von Schäuble, wichtig war. Weil eines ist auch klar, es braucht auch letztlich dann ein Bekenntnis zu einem gemeinsamen Wertekanon. Und die Fußballspieler zeigen eines am Ende. Man soll seine Abstammung auf keinen Fall verleugnen, aber man muss sich am Ende entscheiden. Und wer in Deutschland lebt, muss sich letztlich auch zu diesem Staat bekennen. Drei Integrationsgipfel hat es gegeben. Drei Integrationsgipfel, haben die wirklich so viel gebracht aus Ihrer Sicht? Ich habe an allen drei Integrationsgipfeln für meine Fraktion teilgenommen. Und zunehmend hatte ich ein schlechteres Gefühl, muss ich sagen, weil am Ende oftmals nur noch die Deklaration sozusagen des gemeinsamen Zieles stand, aber nicht mehr der Austausch. Wie kommen wir dazu, dass Integration nicht nur als Einbahnstraße oder als Bringepflicht für diejenigen, die eingewandert sind oder, schlimmes Wort, mit Migrationshintergrund in diese Gesellschaft hineingeboren wurden, gesehen wird, sondern dass wir sehen müssen, dass wir das auch als kulturelle Bereicherung sehen und dass wir auch das Miteinander fördern müssen. Und dass wir da in ganz unterschiedlichen Politikbereichen, eben nicht bloß in der Innenpolitik oder in der Bildungspolitik, so wichtig wie das ist, Aufgaben haben. Das ist eine Aufgabe der Medien, eine Aufgabe der Sportvereine und anderes. Und dazu müssen wir auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und da haben wir das große Problem. Wir haben vorhin eingangs über das Thema Bildung debattiert und dass Bildung schon längst vor der Einschulung beginnt. Das heißt aber, dass Bildung aus meiner Sicht wirklich wieder eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern werden muss, damit von vornherein Sprache in der Kita erworben wird, aber gleichzeitig die Kinder auch etwas über die Kultur ihrer Nachbarn erfahren. Nur so entsteht Achtung
auch vor der Lebensgeschichte der anderen. Mhm. Dazu gehört aber, und dabei bleibe ich, auch, dass wir das Staatsbürgerschaftsrecht noch einmal novellieren. Wir sind jetzt in der Situation, dass die ersten Jugendlichen, die nach dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht mit der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben, was ich sehr begrüße, weil nur so können sie auch gleichberechtigt zum Beispiel am schulischen Leben teilhaben, bis hin zur Klassenfahrt, wenn es darum geht, ein Visum zu haben. Aber wir sind jetzt in der Situation, dass die ersten sich bald entscheiden müssen. Nachdem sie mit der deutschen Staatsbürgerschaft aufgewachsen sind, vielleicht auch einen Berufswunsch entwickelt haben. Sie sprachen von der Abteilungsleiterin mit türkischen Wurzeln. Man kann eben nicht Beamter werden, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft wieder abgeben muss. Das ist also Desintegration. Ich denke, wir müssen hier helfen, dass diejenigen, die ihre Wurzeln hier gefunden haben, auch die Möglichkeit haben, einerseits ihre Herkunft oder die Herkunft ihrer Familie nicht zu verleugnen. Und sich gleichzeitig, und da bin ich dann beim Letzten, bei den Werten, die hier aufgerufen wurden, für mich gibt es nur eine gemeinsame Grundlage, nämlich das Grundgesetz und das, was dort festgelegt ist. Jeder soll glauben, was er will und soll damit umgehen. Bekennt sich jeder von der Partei zum Grundgesetz? Aber klar bekennt sich jeder in meiner Partei zum Grundgesetz. Warum Sie sehen mich als eine glühende Verteidigerin des Grundgesetzes, auch gegen manche Anschläge aus der EU. Man sollte jetzt aber auch nicht so tun, als ob wir hier einen Streit darüber hätten, was die Erfordernis zur Deutschsprachkenntnis angeht. Das war Rot-Grün im neuen Staatsangehörigkeitsrecht, wofür wir auch heftig kritisiert worden sind, die Erfordernisse der Deutschsprachkenntnisse erhöht haben im Verhältnis zum früheren Recht. Weil sonst Rheinland-Pfalz mit der FDP-Regierung nicht zugestimmt hätte. Lieber Dirk Niebel, bitte zuhören. Ich bin übrigens aus ganz anderen Gründen der Meinung, warum Deutsch wichtig ist. Wer die deutsche Sprache kann, kann an einem Elternabend teilnehmen. Weiß, was Verbraucherschutz, was eine Mieterberatung ist beispielsweise. Das heißt, ohne die Deutschsprachkenntnisse können wir nicht kommunizieren. Das galt für mich auch. Ich musste von meinem Schwäbisch auch aufs Hochdeutsch umlernen. Also man sieht, es geht, auch wenn es einem manchmal schwerfällt. Ich würde nur eines gerne nicht machen, nämlich, dass wir in der Integrationsfrage immer die Schuldfrage in den Mittelpunkt stellen. Die Generation meiner Eltern, die in den 60ern hierher gekommen sind, die sind hierher angeworben worden über Anwerbeabkommen, weil es damals einen Mangel gab in bestimmten Branchen, wo Deutsche bestimmte Jobs nicht machen wollten. Wir haben nicht die Akademiker geholt. Wir haben Menschen geholt aus einer Agrargesellschaft. Viele von denen, die nie eine Schule besuchen konnten, nicht aus Faulheit, sondern weil sie dort, wo sie gelebt haben, keine Möglichkeit hatten. Wir haben zusammen einen großen Fehler gemacht. Wir haben diese Menschen nicht weitergebildet. Jetzt müssen wir die Konsequenz ziehen bei ihren Kindern. Und da will ich auf eines Wert legen. Wir haben nicht nur ein Problem bei Migrantenkindern. Wir haben auch ein Problem, jetzt spricht wieder der Erzieher, bei deutschen Kindern. Ein Fünftel unserer Kinder verlässt die Schule ohne ausreichende Deutschkenntnisse, Mathekenntnisse, Rechenkenntnisse. Und wenn man Integration wirklich will, frühkindliche Betreuung, Ganztagesschulen, die den Namen verdienen. Und lieber Herr Söder, die Trennung der Kinder nach der vierten Klasse, die erfolgt in Deutschland nicht entlang der Begabung, sondern entlang des Berufes der Eltern, entlang des Einkommens der Eltern. Das müssen wir ändern. Ich will, dass der Hartz-IV-Empfänger und seine Kinder und die Kinder von der Chefärztin Freunde werden, zusammen aufwachsen, auf eine gemeinsame Schule gehen, unabhängig davon, was sie von der Muttersprache. Das ist meine Vision von Deutschland. Özdemir, lassen wir uns noch... Eine Stimme aus dem Alltag eines Mannes hören, der sich tagtäglich um Integration bemüht. Christian, wir haben einen Gast. Sehr schön gesagt. So ist es tatsächlich. Fadi Saad ist bei uns. Er war mal in einer Gang. Er ist Sohn palästinensischer Eltern. Er hat die Seiten gewechselt, wenn man so will. Er ist jetzt Jugendberater oder wie man neudeutsch sagt, Streetworker. Und ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Danke. Herr Saad. Wir haben jetzt von unserer politischen Runde hier sehr, sehr oft das Wort Integration gehört. Wie läuft die Integration auf den Straßen von Berlin-Neukölln? Naja, auf jeden Fall offener und ehrlicher miteinander, als wenn man drumherum redet. Also die Jugendlichen sagen selber, wir sind hier in Berlin geboren, wir sind hier in Berlin aufgewachsen, wir kennen nichts anderes, wir sind genauso Berliner wie jeder andere Berliner. Also das muss man erstmal auch so sehen. Und nur noch mal kurz zu der Fußballmannschaft, da hat man es genau gesehen, die Zusammenstellung war aus verschiedenen Nationen. Nur da ist es die Frage auch der Medien, man würde auch niemals sagen, und schau mal her, der Deutsche mit Migrationshintergrund hat ein Tor geschossen, sondern der hat einen Namen. Und das ist das, was die Jugendlichen einfach merken, wenn ein Migrant im Fernsehen gezeigt wird, dann eher im Negativen und es spiegelt sich nie, also selten wieder, also kaum Moderatoren, kaum Nachrichtensprecher oder das, wo man auch wirklich merkt, wir gehören zu diesem Land und man sieht uns wieder. Ja,
Wobei man sagen muss, das hat sich ja in der letzten Zeit auch sehr, 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 sehr deutlich geändert. Also ich kann es vom ZDF zum Beispiel sagen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Kolleginnen zusammen, deren Eltern aus einem ganz anderen Land gekommen sind. Und es ist so, dass ja auch oft bei Sportveranstaltungen gesagt wird, Mesut Özil hat ein Tor geschossen. Wie wichtig ist denn diese Vorbildfunktion tatsächlich? Oder mal ganz konkret auf Ihre Rolle gefragt, wie wichtig sind Sie denn als jemand, der mit den Leuten redet und sagt, Leute, ich weiß, wie das ist, auf der anderen Seite zu sein? Genau. Also mir glauben sie, weil ich war einer von denen. Jetzt heißt es nicht, dass wir jeden Erzieher vorher in die Gang schicken. Aber ich weiß, wenn ich mich mit einem Jugendlichen unterhalte, was er meint, was er will. Und wenn ich ihm sage, ich weiß, wie du dich fühlst, dann glaubt er mir. Aber ich habe mit Jugendlichen zu tun, die sind 9. Klasse, die können weder ihre Postleitzahl noch können die ihre Straße aufschreiben. Und wenn ich nach Berufen frage, 4, 5 Berufe kennen sie höchstens. Hm. Und ja, also das kommt natürlich daher im Kiez, wo sie aufwachsen, sie kommen nicht raus. Und wenn sie sich bewerben, da entscheidet jetzt unabhängig von irgendwelchem Pass, es reicht schon das Bewerbungsfoto oder der Name. Und da haben schon viele auch eine Absage. Und Frau Ursula von der Leyen, wir waren zusammen in Paris gewesen. Ich war einer der Jugendlichen, die den Förderkatalog gestellt hatten im Élysée-Palast. Also und Sie kennen sich. Naja, wir waren nur zusammen in Paris, aber sonst. Aber eine der wichtigsten Forderungen der Jugendlichen, also es war ein Treffen zwischen Französischen und Deutschen, war gewesen Chancengleichheit. Das heißt, wenn jemand einen Mitarbeiter sucht, dann soll er ihn nach seiner Qualifizierung aussuchen und nicht nach seiner Postleitzahl oder nach seinem Namen. Das heißt, die Forderung an die Politiker war es wirklich gewesen, neutrale Lebensläufe. Also wo wirklich erstmal nur die Qualifizierungen stehen. Lassen Sie uns, Herr Satt, eine Geschichte noch ganz kurz einbringen hier. Und zwar eine Umfrage. Eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, nach der die Deutschen gefragt wurden. Wir können uns das auch mal ganz kurz angucken. Wie sehen Sie das? Ausländer tun für ihre Eingliederung in Deutschland genug oder nicht genug? Und da sagt eine übergroße Mehrheit, nämlich 69%, sagt, die Ausländer tun für ihre Eingliederung in Deutschland selbst nicht genug. Ist das Teil des Problems auch aus Ihrer Sicht oder nicht? Ich würde jetzt fragen, was versteht man unter jemandem, der integriert ist? Also wenn man jemand sagt, ja, der muss arbeiten gehen, es gibt genauso viele Deutsche, die nicht arbeiten. Wenn jemand sagt, er muss die deutsche Sprache beherrschen, kommen Sie zu mir in Kiez, ich habe genug Deutsche, die können selber nicht. Also die Frage ist, wann ist jemand überhaupt integriert? Nur ich habe arabische Mütter, die zu mir kommen und sagen, könnte ich bei euch in der Einrichtung umsonst arbeiten? Ich sage, warum? Ja, nur damit ich die Sprache lerne. Das ist doch die beste Bedingung, wenn man wirklich Begegnungsmöglichkeiten hat, wo man sich zusammen trifft und dann einfach normale Gespräche führen kann. Kannst du mir bitte den Teller rüberreichen oder? Auf den Spielplätzen funktioniert, aber man kann die nicht in einem Integrationskurs stecken, wo dann sowieso nur arabische oder nur türkische Frauen zusammensitzen und im Grunde genommen wieder nichts anderes sprechen. Sondern es muss mehr passieren, zum Beispiel bei der Ausbildung, wie Sie gerade schon gesagt haben. Und das gehen wir mal weiter in die Runde. Ja, vielen Dank. Ich glaube, gerade dazu sollten wir ihm noch mit auf den Weg geben, vielleicht Frau von der Leyen, weil, was wir alle nicht wussten, Sie sich kennen. Ja, das war in der Tat ein total bewegendes und beeindruckendes Ereignis. Das war bei Sarkozy im Élysée, da waren, wie gesagt, französische Jugendliche und Sie waren auch da gewesen, die ganz deutlich auch gesagt haben, das sind unsere Forderungen, das wünschen wir uns an beide Seiten, deutsch-französische Regierungskonsultationen. Ich glaube, eins wurde da ganz deutlich. Wir machen im Familienministerium richtig gute Erfahrungen mit dem Thema der Migrationslotsen. Das heißt, wir haben junge Menschen, die sagen, ich habe es schwer gehabt, als ich hier angefangen habe. Ich weiß, wo die Ecken und Kanten sind, wo die Hürden sind. Ich habe es geschafft. Aber ich möchte jetzt gerade als Jugendlicher weitergeben an andere Jugendliche, du kannst das schaffen und ich spreche in Anführungsstrichen deine Sprache, weil ich verstehe, was du fühlst. Ich weiß, wo dein Problem ist. Und diesen Weg zu gehen, also die Menschen selber zu befähigen, auch zu sagen, ich kenne die Probleme und deshalb zeige ich dir, wie wir gemeinsam das schaffen können. Das ist, glaube ich, der Schritt, der in die richtige Richtung führt. Nicht gegeneinander reden, sondern die Menschen, genau wie Sie das eben so schön geschildert haben, auch befähigen, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und in der eigenen Gemeinde dann auch deutlich zu machen, wir können es schaffen. Vielen Dank. Nochmal ein Plädoyer. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt
Vielen Dank für den Moment. Gehen wir jetzt mal rüber zu Christian Sievers und Sonja Schünemann. Denn wir haben ja versprochen und wollen das einlösen, jetzt auch einiges an dem, was eingegangen ist, heute und in den nächsten Wochen zu beantworten. Wir haben ja schon viele Gäste hier aus dem Publikum eingebunden. Wir haben viele Faxe gehabt, wir haben viele Anrufe gehabt. Und jetzt wollen wir doch noch mal gucken auf etwas, das auch sehr, sehr erfolgreich läuft, seit einiger Zeit schon. Das nennt sich Open Reichstag. Sonja, ganz kurz, was ist das? Das ist der Kanal von YouTube und dem ZDF zur Bundestagswahl. Und in den vergangenen Wochen haben das gut 1,2 Millionen Menschen angeklickt, diesen Kanal. Also das ist ganz ordentlich. Wir können mal reingucken. Es gibt einfach unterschiedliche Dinge, die man da machen kann. Das Wichtigste ist, alle können mitmachen. Und zwar nicht nur klicken oder irgendwie einen Kommentar schreiben, sondern auch per Video. Wir haben zuerst mal den Spieß umgedreht und die Politiker haben Fragen gestellt. Zum Beispiel Herr Brüderle von der FDP hat gefragt, welche Steuern sollen denn sinken? Und dazu gab es ganz, ganz viele Antworten. Zum Beispiel hier eine, da sieht man, dass sich die User halt wirklich inhaltlich auch damit auseinandersetzen und sagen, warum besteuern wir nicht einfach mal den Nichtkonsum? Also jeder, der nichts kauft, der muss jeden Monat eine Abgabe zahlen. Wäre das nicht mal eine Idee, um auch die Wirtschaft anzukurbeln? Das war die Idee von einem Open Reichstag-Nutzer. Was passiert denn jetzt nach der Wahl eigentlich? Ist das Ganze vorbei mit dem 27. September? Auf gar keinen Fall. Jetzt die nächsten Tage ziehen wir erstmal Wahlkampfbilanz. Was für Themen haben gefehlt? Was muss bis zur Bundestagswahl noch besprochen werden? Und nach der Wahl wird dann weiter diskutiert. Wie soll es jetzt weitergehen? Also das ist durchaus eine Sache, die nicht kurzfristig ist, sondern die nachhaltig ist, wie man heute immer sagt, mit der man auch weitermachen kann. Aber jetzt wollen wir doch mal direkt reingehen in Medias Res und zu einem Themenkomplex, der auch den Usern, sagt man ja immer, von Open Reichstag sehr nahelegt, ein paar Fragen hören. Ich bin der dringenden Meinung, dass sich die Bundeswehr endlich aus Afghanistan zurückziehen sollte. Mit großen finanziellen und menschlichen Mitteln wurde versucht, das Land zu modernisieren und aufzubauen. Die Frage, die sich mir manchmal stellt, ist jedoch, wollen diese Länder das wirklich überhaupt? Ich bin weder ein Freund des Irakkrieges noch ein Freund des Afghanistan-Einsatzes. Aber wir haben diesen Einsatz nun begonnen und ich denke, wir sind in der moralischen Pflicht, ihn ordnungsgemäß zurück zu Ende zu bringen. Guten Tag. Eine Frage. Was würden Sie tun, wenn Ihre Kinder in Afghanistan kämpfen, töten und sterben müssten? Oder noch besser Sie selbst, aber ohne gepanzerte Dienstlimousine? Dies ist eine Frage, die ich oft von alten Menschen höre, die noch wissen, was Krieg ist. Ja, Afghanistan, glaube ich, Christian, ein großes Thema bei dem, was über YouTube in der Tat reinkam. Und da sollten wir hier dann auch anknüpfen. Wir sehen teilweise auch gestaltete Fragen. Ja, raus aus Afghanistan, die Position der Linken kennen wir, die einzige Partei, die das sagt. Fragen wir mal Herrn Gabriel, warum nicht raus aus Afghanistan? Wir haben vor wenigen Tagen den 1. September als Antikriegstag begangen. Der 1. September 1939, Überfall der Nazi-Wehrmacht, Auslöser des Zweiten Weltkrieges. Nach dem 8. Mai 1945 hat die Weltgemeinschaft sich zusammengesetzt und hat gesagt, eines dürfen wir nie wieder zulassen, dass durch einzelne Diktatoren oder Regime die ganze Welt in Krieg gerät. Wir schließen uns zusammen zu den Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen sind die einzigen auf der Welt, die entscheiden, an welcher Stelle man auch militärische Gewalt einsetzt, um Diktatoren, Terroristen, wen auch immer zu stoppen. Im Irak haben wir aus guten Gründen mit Gerd Schröder Nein gesagt, weil auch die Vereinten Nationen gesagt haben, nein, ein militärischer Einsatz da ist nicht gerechtfertigt. Die Vereinten Nationen haben bei Afghanistan das Gegenteil getan, haben gesagt, ihr müsst dort militärisch eingreifen. Und jetzt ist das natürlich alles eine, vielleicht die schwierigste Frage, die man als Politiker überhaupt beantworten kann, weil in der Tat muss man sich ja die Frage stellen, wie würdest du eigentlich entscheiden, wenn dein Sohn, deine Tochter, du selber in eine solche Lage kämst. Trotzdem finde ich, man kann sich nicht auf der einen Seite zur Weltgemeinschaft und zu den Vereinten Nationen bekennen und dann, wenn die Vereinten Nationen entscheiden, das geht aber nicht dort, wir müssen dort auch mit militärischer Gewalt verhindern, dass Lehrer gesteinigt oder umgebracht werden, nur weil sie Mädchen unterrichten. Frauen gesteinigt werden, weil sie zur Schule gehen. Oder Terroristen Ausbildungslager organisieren, die die Welt bedrohen. Dann sagen wir, gehen da nicht rein. Das Hauptproblem ist, dass man aus diesem Land auch wieder raus muss.
Und das, glaube ich, das Defizit, das wir derzeit beseitigen müssen. Es muss ein klarerer Plan geben für den zivilen Aufbau. Es muss mehr Geld geben für den zivilen Aufbau. Und es muss einen Plan geben, der alle Beteiligten unter Druck setzt, auch sozusagen irgendwann diese bewaffnete Auseinandersetzung mindestens durch ausländische Beteiligung zu beenden. Aber Schreimer, ich kann nicht. Schlägt jetzt vor, dass man 2013 so weit sein könnte, dass die Grundlagen geschaffen sind dafür. Ich hoffe, dass das der Fall ist. Ich will nur einmal zurück noch mal zu dem Thema 1. September 1939. Ich habe das nicht ohne Grund gesagt. Wenn die Amerikaner sich bei der Frage, ob sie in den Zweiten Weltkrieg eingreifen oder nicht, sich damals auch dafür entschieden hätten, ihre Söhne und ihre Töchter nicht zu gefährden, da gab es in Amerika eine große Debatte drüber, dann würden wir heute unter Hitler oder unter Stalin leben. Ich sage das so deutlich, weil ich finde, man kann sich um diese Frage, das ist eine sehr grundsätzliche Frage, man kann sich am Ende nicht drum rumdrücken. Die Entscheidung darüber müssen zwei Institutionen haben, die Vereinten Nationen und der Deutsche Bundestag. Gut, ich darf Sie einfach... Alle kommen noch dran. Ich will nur daran erinnern, wir wollen die Fragen der Zuschauer ja auch wirklich beantworten. Deshalb gehe ich auf den zweiten, den wir gehört haben, Frau Pau. Der hat gesagt, wenn wir das jetzt angefangen haben, dann müssen wir das jetzt auch zu Ende bringen und können nicht einfach sagen, ja, jetzt so schnell wie möglich raus, was hinterlassen wir da? Das war die Anmerkung des Zweiten. Was sagen Sie ihm? Die Frage ist ja, was heißt zu Ende bringen? Und da müssen wir nochmal auf den Anlass zurück, der 11. September. Und dann gab es zwei Entscheidungen. Es gab die NATO, die den Verteidigungsfall ausgerufen hat. Und es gab später den UNO-Beschluss, den ich kritisiere, weil ich meine, mit Krieg werden wir Terrorismus nicht besiegen können und auch nicht bekämpfen können. Aber jenseits dieser Frage, also da waren wir klar in der Position, andere haben das anders entschieden. Wir haben 2002 ein Ausstiegsszenario gefordert, wir haben 2005 ein Ausstiegsszenario gefordert. Jedes Mal wurde mir gesagt und uns, wir sind noch nicht so weit. Das erste Ziel war Osama bin Laden festsetzen. Ein Jahr später ging es um die Befreiung der Mädchen und der Frauen. Und es ist richtig, dass viel versucht worden. Aber das kann nicht Ziel eines Kriegseinsatzes sein. Und dann ging es zwischendurch auch mal um das Austrocknen der Finanzquellen des Terrorismus, indem man den Mohnanbau nun bitteschön nicht nur beschränkt, sondern möglichst den Bauern dort eine andere Perspektive gibt. Welche Bilanz haben wir im Jahr 2009? Keines dieser Ziele ist erreicht und wir erleben, dass durch die vielen zivilen Opfer immer mehr Menschen sich dann auch den Terroristen zuwenden. Und deswegen ist es legitim zu sagen, wir haben das verkürzt auf raus aus Afghanistan mit Blick auf diese Entscheidung, zu sagen, wir brauchen ein Ausstiegsszenario und gleichzeitig ein Aufbauszenario, also, welches wirklich dafür sorgt, dass Polizei also so aufgebaut raus aus wird. Afghanistan heißt nicht sofort. Wir müssen sofort damit beginnen und parallel nun wirklich Polizei ausbilden, parallel wirklich dafür sorgen, dass eine eigenständige Justiz entsteht und übrigens auch eine multiethnisch zusammengesetzte afghanische Armee ausgebildet wird und nicht dem einen oder anderen Provinzfürsten das Ganze übergeben wird. Das kann auf dieser Stelle, an dieser Stelle überhaupt nicht. Also Ausstiegsszenario. Herr Söder, Herr Niebel haben sich beide gemeldet. Lassen Sie uns bitte eine Frage dazu nehmen, denn die geht in die ähnliche Richtung. Bitte. Aus unserer Kamerabox, ZDF hier in Berlin. Ich hätte da eine Frage. Seit Jahren spricht die Bundesregierung vom Aufbau in Afghanistan, obwohl meiner Meinung nach dort Krieg herrscht. Braucht man zum Aufbau nicht eher Handwerker, Maurer und solche Berufe anstatt Soldaten? Ich habe noch niemals gehört, dass mit einem Gewehr ein Haus aufgebaut wurde. Ja, und wir wissen auch, Herr Söder, dass keiner mehr im Moment der Bundeswehrsoldaten da bauen kann, weil sie müssen sich täglich verteidigen. Was antworten Sie? Ja, die Bundeswehr hat da Enormes geleistet. Die Bundeswehr hat übrigens viele Leute, die aufbauen, die helfen, die arbeiten. Aber wissen Sie, was mich dabei umtreibt? Erstens glaube ich nicht, dass man Terroristen nur mit schönen Worten beikommen kann. Zweitens glaube ich, dass es sicherlich irgendwann eine Abzugsperspektive braucht. Die Frage ist nur, ob die Nennung eines Datums dem Anliegen, das man hat, nützt, weil man dann den Taliban etwas in die Hand gibt. Ich glaube das nicht. Aber wissen Sie, was mich wirklich umtreibt, auch nach den Vorfällen der letzten Wochen, so schlimm alles ist,
Aber ich wundere mich dann manchmal über eine zum Teil, wie ich sie finde, auch seltsame Diskussion. Ich wundere mich über manche ausländischen Freunde, die uns kritisieren in dieser Frage. Aber ich wundere mich noch mehr über ein Verfahren bei uns, dass dann Staatsanwälte hier bei uns Sachverhalte beurteilen wollen, die für deutsche Soldaten in existenzieller Situation vor Ort sind. Es braucht wirklich mehr Vertrauen für unsere Soldaten. Herr Niebel. Dazu eine Antwort an den Herrn. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Aufbauleistung ohne militärischen Schutz in Afghanistan überhaupt nicht möglich ist. Das Entscheidende ist, dass die Bundesregierung sich international verpflichtet hat, die Grundlagen für einen möglichen Abzug zu schaffen, indem eine eigene Sicherheitsstruktur in Afghanistan aufgebaut wird. Wir haben uns international lange vor dem Papier von Herrn Steinmeier, der Einsatzleiter in Afghanistan, das ist ja unter Ägide des Außenministeriums der gesamte Einsatz, lange vor dem Papier haben wir uns international verpflichtet, die Polizeiausbildung durchzuführen. Und im Augenblick sind sage und schreibe 43 Polizeiausbilder aus Deutschland in Afghanistan. Das ist weit weniger als die Hälfte, wofür wir uns international verpflichtet haben. Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass man keine eigene Sicherheitsstruktur aufbauen kann. Und das ist die Voraussetzung, um abziehen zu können. Die Voraussetzung, um abziehen zu können, ist, die afghanischen Autoritäten in die Lage zu versetzen, Staatsgewalt auszuüben. Das heißt, durch eigenes Militär, eigene Polizeikräfte und eine eigene Justiz dafür zu sorgen, dass Staatsgewalt durchgesetzt werden kann. Und wenn das nicht geschaffen ist, hätte man jederzeit wieder das Risiko, dass ein Land ein Ausbildungslager für den Terror wird. Und aus diesem Grund sage ich ausdrücklich, hier hat die Bundesregierung ihre Aufgabe nicht wahrgenommen, und zwar seit wir in Afghanistan sind. Und das wird jetzt in dem Papier von Herrn Steinmeier kurz vor der Wahl angefordert. Ich denke, dazu hätte er als Kanzleramtsminister und als Außenminister lang genug Zeit gehabt. Jetzt wird es endlich notwendig, das umzusetzen. Und wenn es aus beamtenrechtlichen Gründen nicht geht, dass mehr Polizeiausbilder nach Afghanistan geschickt werden, dann muss man überlegen, ob man das ähnlich macht wie die Ausbildung der irakischen Soldaten, die wir in Kuwait durchgeführt haben, oder ob man gegebenenfalls die Polizeischüler in die Polizeischulen nach Deutschland holt. In Bayern gibt es ja viele gute Polizeischulen. Bis zum Beginn der gemeinsamen Regierung in Bayern war nach meinem Kenntnisstand kein einziger Polizeiausbilder aus Bayern in Afghanistan. Ich würde gerne noch die Position der Grünen mit hineinholen, Exit-Strategie, das heißt immer, wann können wir gehen aus Afghanistan, die Position der Grünen. Also die Diskussion werden wir jetzt ja gerade führen durch diesen schrecklichen Vorfall mit dem Angriff auf die Tanklastzüge. Wenn man sich die Reaktion unseres Bundesverteidigungsministers noch mal zu Gemüte führt, er sprach am Anfang davon, dass es keine zivilen Opfer gab, musste dann Schritt für Schritt einräumen, dass dem nicht so ist. Nachdem NATO, die Vereinigten Staaten von Amerika, alle anderen, unsere Verbündeten gesagt haben, dieser Angriff war ein falscher, er hat uns geschadet. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wir waren immer diejenigen, die gesagt haben, wir brauchen einen Strategiewechsel in Afghanistan, weg von der militärischen Aufstandsniederschlagung. Für jedes zivile Opfer, das wir dort haben, machen wir uns eine ganze Familie, ein ganzes Dorf, eine ganze Sippe zum Feind. Jetzt, wo die Amerikaner das verstanden haben, unter Barack Obama haben wir in Deutschland einen Verteidigungsminister in einer Koalition, bei dem man das Gefühl hat, der bewirbt sich gerade bei Herrn Rumsfeld, bei George W. Bush. Das ist abgewählt. So werden wir das Problem nicht lösen. Aber ich sage Ihnen auch, wir werden es auch nicht dadurch lösen, indem wir der Position der Linkspartei folgen, die sagen, wir gehen jetzt raus, unabhängig davon, was passiert. Was wir jetzt tun müssen, ist, der nächste Deutsche Bundestag braucht eine klare Aufbau- und eine klare Abzugsperspektive. Er muss aber bitteschön auch der Regierung in Kabul klar machen, was ihre Aufgaben sind bei der Frage der Korruptionsbekämpfung, bei der Frage der Beteiligung der Bevölkerung. Wir sehen die Präsidentschaftswahlen in Kabul, wie da getrickst wurde. Auch da erwarte ich klare Worte der Bundesregierung. Denn wir können nur helfen, wenn vor Ort die Strukturen da sind, dass wir helfen können. Ich glaube, die Positionen sind klar geworden. Vielen Dank dafür, Afghanistan. Die Diskussion, so viel steht fest, geht weiter und wird auch im Internet sehr intensiv geführt. Wir sind in unserem YouTube-Blog, Christian, und dort herrscht auch noch großes Interesse an einem anderen Thema. Großes, allergrößtes, muss man sagen. Das ist tatsächlich das Thema Nummer eins für alle, die sich im Internet tummeln, die viel Zeit im Internet verbringen. Und das ist gleichzeitig ein Thema, das bei allen anderen, die kennen das eigentlich gar nicht. Also jemand, der nicht ins Internet geht, hat damit fast gar nichts zu tun. Das ist also ein sehr interessantes Thema, Sonja. Genau, und zwar geht es ums Thema Netzsperren. Und Stein des Anstoßes ist das Gesetz von Frau von der Leyen, Kinderpornografie im Internet einzudämmen. Das Ziel finden natürlich auch alle im Internet gut. Allerdings finden sie, wie das gemacht werden soll, nicht gut. Da ist
Franziska Heine aus Berlin hat den Startschuss dazu sozusagen gegeben. Die hat nämlich eine Online-Petition eingereicht beim Bundestag. Und daraufhin ist eine riesige Welle im Internet losgebrochen. Alle haben sich E-Mails geschrieben, in Blogs wurde ganz viel gepostet und sie haben Argumente gesammelt dagegen, warum sie es nicht gut finden. Zum Beispiel können wir hier mal eins sehen. Ein größtes Argument ist immer, die Inhalte bleiben im Netz frei zugänglich. Weil jeder kann mit ein paar kleinen Tricks einfach die Sperre umgehen. Zweites Argument ist, dass das Gesetz Zensur ohne demokratische Kontrolle gewährleisten soll. Und jetzt ist es ja immer so im Internet, dass so eine Form des Widerspruchs ganz schnell mündet in einer typischen Internetform, nämlich als Lied, als Song oder auch als Video. Genau, mit einem passenden Logo dazu. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, die aufgetaucht sind. Frau von der Leyen hat direkt einen Spitznamen wegbekommen, nämlich Zensursula. Wir können uns mal eins angucken. Okay, aber es wird nicht nur gesungen, Zensi, Zensar, Zensursula, sondern es werden auch tatsächlich Fragen gestellt über YouTube, und zwar kommt jetzt. Eine Diskussion über die Sperrung von Kinderpornoseiten durch die Bundesregierung ist überflüssig. Es geht hier nicht um Kinderpornos, sondern um die Einschränkung von Informationsfreiheit. Kinderpornos sind nur ein Argument, um Kritiker mundtot zu machen. Informationsfreiheit ist ein elementares und unveränderliches Grundrecht in Deutschland. Wer dieses Grundrecht einschränkt, handelt verfassungswidrig. Spätestens die Richterinnen und Richter in Karlsruhe werden Frau von der Leyens chinesischen Fantasien hoffentlich einen Riegel vorschieben. Es ist auch viel wichtiger zu beachten, dass Inhalte zu sperren nicht das Problem löst. Inhalte, die kritisch sind, die gegen unsere Verfassung sind, müssen gelöscht werden, und zwar dauerhaft. Und da nützt es gar nichts, ein Stoppschild vor kinderpornografische Inhalte zu setzen, wenn diese Inhalte weiterhin zur Verfügung stehen. Großes Thema im Internet, Frau von der Leyen. Also besser Inhalte löschen als Stoppschilder aufstellen. Ja, erstmal Zensursula finde ich klasse. Das zeigt, dass die ganze Sache Humor hat und Kreativität hat. Das muss man deutlich sagen. Aber ja, man kommt im dahinter, ist es nicht. Ich finde es aber, nun sollten Sie nicht gleich die auch noch runterreden, die sich da Gedanken gemacht haben. Es erinnert mich an Sursula Pitschi, die gibt es bei Michael Ende, bei Jim Knopf. Also nicht immer gleich die Kreativität. Das war aber jetzt nicht die wilde 13. Ja, also. Aber das ist aber nicht gleich die Kreativität in Bausch und Bogen verurteilen. Dahinter steckt aber ein ernstes, sehr, sehr bitteres, die meinen das auch schmerzhaftes ernst. Thema. Ja. Aber lasst uns mal deutlich sagen, was Kinderpornografie ist. Ich muss es Streichelt hier deutlich keiner. Aussprechen. Es geht um Bilder, die die Vergewaltigung von Kindern zeigen. Ja. Und ein Großteil der Kinder ist jünger als 10 Jahre. Ein Drittel der Kinder ist jünger als 3 Jahre. Ich sag's nochmal, die werden vor laufender Kamera vergewaltigt. Darüber sprechen wir. Das ist richtig. Und diese Inhalte gilt es zu löschen. Ja, aber ich glaube, es auch der Information ja. habe, dass es nicht irgendwas ist. Wir haben jahrelang weggeguckt. Es ist frei zugänglich im Internet in Deutschland. Übrigens nicht in vielen anderen Ländern ist das nicht der Fall. Da wird längst gesperrt. Aber dann löschen Sie doch die Seiten. Genau das ist der Punkt. Und was wir international machen, das Allerwichtigste ist, Täter verfolgen, Täter stellen. Absolut. Gut, eine Arbeit Bundeskriminalamt, Europol und Interpol. Zweiter Punkt ist, die Seiten da löschen, wo die Quelle ist, ja. auf dem Server. Das können Sie aber nicht immer. Es gibt Länder, die ächten nicht Kinderpornografie und sie kommen nicht durch. Wenn das so einfach wäre, dann wäre die Gemeinschaft, die internationale, durchaus in der Lage, das direkt da zu löschen. Und deshalb sagen uns auch übrigens die Sexualtherapeuten, die mit den Opfern und den Tätern arbeiten, die sagen, in Deutschland breitet das Internet einen roten Teppich aus. Sie können ungehindert das anklicken. Deshalb machen wir auch deutlich, Kinderpornografie ist Kindesmissbrauch und wir ächten das. Und deshalb machen wir eine Sperre. Weil dieses wichtig ist. Also ich finde, als Haltung einer Gesellschaft muss das klar sein. Wir gucken nicht einfach weg und sagen, pff, macht ja jeder. Das ist ja auch das, was bei den Tätern im Laufe der Zeit die Hemmschwelle sinkt, die das Mitfühlen mit dem Opfer schwinden lässt und uns sagen, die Experten, dass es das ist, was im Laufe der Jahre die Bilder einbrennt im Kopf, dass dann irgendwann auch in der Realität das erlebt werden will. Natürlich ist der Vorwurf da, man kann die Sperren umgehen. Ja, das können Versierte, aber das ist dann auch deutlich, ich umgehe bewusst
diese Sperre, weil ich Kinderpornografie suche. Es ist wie eine Haustür, die abgeschlossen ist. Wenn Sie die kaputt treten, um einzubrechen, machen Sie deutlich, Sie sind nicht zufällig durch eine offene Tür gegangen. Oder es ist wie wenn Sie eine rote Ampel bewusst überfahren. Es ist eine deutliche Haltung einer Gesellschaft. Und ich will mal ganz klar auch mal sagen, es gibt viele europäische Länder, die das längst tun. Wir werden zu Recht im Europarat immer gefragt, warum tut ihr nichts in Deutschland? Warum habt ihr da 10 Jahre lang einfach die Augen zugemacht? Es geht um den Schutz der Kinder. Und da sollte man ganz konsequent auch als Gesellschaft alle Register ziehen, die man dann auch ziehen kann. Also die ein klares Plädoyer zu den Beweggründen. Und wir haben eine weitere YouTube-Frage zu diesem Themenbereich. Hören wir. Das neue Gesetz zur Sperrung von Kinderpornografie-Seiten, initiiert von Frau von der Leyen, ist an sich eine sehr gute Sache, die ich auch vollauf befürworte. Gleich wurden aber Stimmen von Bundestagsabgeordneten laut, die meinten, man könne auch andere Inhalte, wie beispielsweise Killerspiele, sperren und so das Risiko von Amokläufen verringern. Meine Frage ist, wie stehen Ihre Parteien zu diesen Aussagen? Also auch Killerspiele sperren und verbieten? Nein, nein, ganz klar. Und deshalb, dieses Gesetz ist ausschließlich, ich meine, dafür sind auch Gesetze da, sie klar definieren, wofür. Ausschließlich zum Sperren von kinderpornografischen Seiten. Ich verstehe, Killerspiele gäbe es dieses, auch viele Argumente. Nein, weil da gibt es, das ist, genau das ist der Punkt, in diese Diskussion kann man nicht mal eben so lax reingehen. Ich verstehe die Skepsis. Und deshalb sind wir auch denjenigen mit Skepsis entgegengekommen und haben gesagt, das Bundeskriminalamt erstellt mit den internationalen Polizeibehörden diese Listen. Wir haben ein unabhängiges Gremium geschaffen, dass regelmäßig, wann immer Sie wollen, diese Listen auch kontrollieren können. Also ich finde, in einem Rechtsstaat muss auch ganz klar gesichert sein, dass das, was im Gesetz steht, nur gesperrt wird, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deshalb ist hier auch eine ganz klare Haltung der Bundesregierung, dass es nur um das Thema Kinderpornografie geht. Sigmar Gabriel. Ich will erstens mal sagen, ich teile komplett die Auffassung von Ursula von der Leyen und ich würde gerne etwas an den einen Fragesteller richten, ich weiß nicht, vielleicht guckt er ja sogar zu, der ja sehr aggressiv gesagt hat, das ist gegen die Verfassung. Ich habe die herzliche Bitte, bei allen Wünschen und Fantasien, die man über die Freiheit im Netz haben will, auch ganz persönlich mal eine Güterabwägung zu machen, ob dort, wo wir eben nicht gleich an den Server kommen, da, wo wir nicht in die Länder reinkommen, ob nicht in dieser Güterabwägung, dieses Verschließen der Tür, diese rote Ampel, nicht auch etwas ist, was er dulden muss in seiner persönlichen Einschränkung. Das ist eine ganz klar, für ihn ist es im Grunde gar keine Einschränkung, ohne dabei gleich eine Fantasie eines Überwachungsstaates aufzumachen. Denn das, was wir da erleben, ist wirklich ein brutales Vergewaltigen von Kindern. Und in dieser Güterabwägung zu sagen, Leute, da, wo wir noch keine internationale Abkommen haben, wo wir nicht rankommen, da sperren wir das und erleichtern es übrigens den Strafverfolgungsbehörden, wenn jemand es dann trotzdem macht, ihn an den Kanthaken zu kriegen, vor Gericht zu stellen und zu verurteilen. Das müssen sich Leute, die so engagiert reden, auch mal überlegen. Konkrete und eindringliche Antworten zum Thema Freiheit im Internet. Im Internet ist die Freiheit groß, in der politischen Diskussion auch. Und deshalb machen wir an dieser Stelle jetzt weiter, denn wir befinden uns immer noch im Wahlkampf. 12 Tage sind es bis zur Bundestagswahl. Und wir haben in dieser Sendung ja schon viel über Wahlplakate geredet. Draußen vor den Türen, da entsteht eine ganz neue Wahlplakataktion. Die werden wir uns gleich anschauen. Aber wir nehmen jetzt mal etwas genauer die Slogans der Parteien unter die Lupe. Wir haben Achim Winter losgeschickt und jetzt schauen wir mal, was dabei herausgekommen ist. Ja, inwieweit trägt die Arbeit der Werbeagenturen Früchte? Inwieweit beeinflussen die teuren Werbeslogans die Wahlentscheidungen? Erkennen Sie die Wahlkampfslogans der Parteien? Klar doch. Ja, natürlich. Ja. Wir haben die Kraft, wir haben die anderen nicht. Ja, natürlich haben sie Kraft. Ja, ja. Nur, welche Partei benutzt diesen Spruch? Das weiß ich nicht. Ja, das ist Angela Merkel. Ehrlich? CDU. Oh, here we go. Ja, unser Land kann mehr. Aber was hat das mit der SPD zu tun? Keine Ahnung. Unser Land kann mehr. Ja. Ich glaube schon. Eine ganze Menge. Ja, sicher. Aber wer hat es aufs Plakat geschrieben? Die Frau, wie heißt sie doch gleich?
unsere Kanzlerin, die Frau Merkel. Frau Merkel? Na, das war Steinmeier. Ah, siehst du? Ja, besonders wenn man keine hat. Von wem ist zum Beispiel die Mitte stärken? Die Mitte stärken? Mit Sicherheit von der FDP. Ja. Das Linke. SPD und CDU ist Mitte. Ja, genau. Grüne. Auch in der Mitte. Grüne auch. Genau. In der Krise hilft nur Grün. Ich frage mich, wie wollen die uns aus der Krise helfen, wo sie doch selber drin sind die ganze Zeit? Schwarz-Gelb, nein, danke. CDU? Rot-Rot. Also ich würde mal sagen CSU, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, das sind aber die Grünen. Ach, die Grünen, genau, die gibt es ja auch noch. Ja, haben sie ganz vergessen. Obwohl sie wählen, haben sie ganz vergessen. Solidarität, Gerechtigkeit? Wir können nur die Sozis, die Sozialdemokraten. Ja, oder die ganz Linken. Ja, genau. Das hört sich nach Linke an. Naja, vielleicht liegt es ja an der, ich sag's mal so, mangelnden Prägnanz der Sprüche. Gut, man will keine chinesischen Wandzeitungen lesen, aber so ein bisschen mehr Profil. Haben die Wahlslogans ihre Entscheidung jetzt beeinflusst, wie sie wählen werden? Nein, nein. Nein. Also ob die Dinger jetzt hängen oder nicht? Ist wurscht. Ist wurscht. Ja, warum sollen die Wahlslogans einprägsam sein, wenn es die Parteien auch nicht sind? Nehmen Sie es gelassen. Es ist eine Art Kunst im Raum, wie ein Blumenstrauß auf dem Kaminsims. Denn ohne geht's ja leider auch nicht. Heidi Dei. Das Ganze muss ja ein Albtraum sein für Werbeprofis. Dörte Spengler-Ahrens ist Geschäftsführerin der Werbeagentur Jung von Matt. Frau Spengler-Ahrens. Ja, das ist gar nicht so einfach manchmal. Ich würde Sie gerne fragen, wenn Sie das gesehen haben. Beispiel, Sie bewerben eine Nuss-Nougat-Creme, aber keiner kann sich erinnern, welche gemeint ist. So ähnlich ist das ja bei den Parteien offensichtlich. Ist das ein Albtraum für Werber? Das sind wir ehrlich gesagt gewöhnt. Also jeder, der irgendwas kauft, der behauptet hinterher, er wäre von der Werbung überhaupt nicht beeinflusst worden. Aber man muss den Leuten natürlich ein bisschen Recht geben. Wenn man die Plakate anguckt, die wir alle gesehen haben, das ist so ein bisschen wie die Bild-Zeitung gestern getitelt hat, Yes, we gain, also gain im Sinne von Hör. Also die ganzen Botschaften sind unspitz und polarisieren nicht und haben meistens auch gar keine Aussage. Man kann das verstehen, dass die Leute sagen, das beeinflusst mich gar nicht. Okay, Ralf Poser ist Geschäftsführer der Werbeagentur Ogilvy. Kommen Sie ein bisschen zu mir, Herr Poser, auch an Sie, schönen guten Abend. Abend. Was würden Sie sagen, wenn Sie sich das alles mal angucken? Was wir hier täglich im Straßenbild sehen im Moment. Wie sieht dieser Wahlkampf für Sie aus als Werbeprofi? Traurig und ziemlich langweilig, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil die Zahlen, die wir gefunden haben, ist, das sehen die Leute auch gar nicht. Das ist so banal und so in der Masse auch unauffällig, sodass man das gar nicht wahrnimmt. Ja, wie, aber das kann auch nicht Sinn der Sache sein, oder? Das kann auch nicht Sinn der Sache sein, aber da stecken die Parteien auch in einem Dilemma, weil es alle machen, müssen auch alle mitmachen, denn wenn einer nicht mitmacht, kriegen die anderen mehr Aufmerksamkeit. Ja, Moment, Herr Poser, aber wenn einer langweilig ist, heißt das, müssen alle langweilig sein, oder? Ja, das nun nicht unbedingt, aber dahinter steckt ja auch eine Strategie, also vermute ich zumindest. Okay, wenn wir noch mal ganz kurz, ich komme noch mal zu Ihnen rüber, wir gucken mal vielleicht uns ein paar Bilder einfach an. Also der Kandidat immer zu sehen, klar, Frank-Walter Steinmeier, finden Sie das gelungen, so wie es ist? Naja, es gibt ja Wahlplakate, die so einen Konfirmationscharme haben und er zumindest versucht, Tatkraft auszustrahlen, das ist ja schon mal was. Und das passt auch zum Anpacken, also das ist zumindest ein Konzept erkennbar und es geht nicht nur um Bestandssicherung, sondern um ein bisschen Angriff zumindest, spürt man so durch die funkelnde Brille und die, wie soll ich sagen, das charmante Lächeln. Das lesen Sie da alles raus tatsächlich, ja? Ich könnte noch stundenlang weitermachen, okay, aber dafür haben Sie keine Zeit. Na, ein bisschen Zeit haben wir vielleicht noch für Angela Merkel. Kommen wir doch noch mal hier rüber. Was sehen Sie als Profi bei diesem Plakat, bei diesem Bild? Ich komme auf die Seite, damit man es gut sehen kann. Ja. Naja, also den Claim haben wir ja gerade schon analysiert. Wir haben die Kraft, natürlich so wir als CDU sind die Stärksten und so weiter. Das Bild soll die Leute bestätigen, also Bestätigung in der Zeile und Bestätigung im Blick. Also wir haben die Kraft und es geht geradeaus. Sie guckt auch nicht uns an, sie guckt in die Zukunft. Also sie hat dieses zuversichtliche Lächeln und sie soll Kraft und Tatkraft auch ausstrahlen, aber halt mit einem Charme, den sie vielleicht manchmal nicht immer hat. Okay, Herr Poser, Ihre Interpretation? Sie stehen schon den ganzen Abend neben Guido Westerwelle. Man sieht an diesem Beispiel ganz schön, welche Beschränkungen ein Plakat hat, einen Politiker zu inszenieren. Politiker, das sind nun mal keine Models. Wahrscheinlich würde es ihm helfen, ein paar Auffälligkeiten zu haben, wie beispielsweise buschige Augenbrauen oder Koteletten. Das hilft dann immer ganz gut, dass die Leute sich an einen erinnern. Okay, und dann gucken wir doch mal hier rüber, wenn Sie noch mal kurz mit mir kommen. Gregor Gysi, würden Sie sagen, an den erinnert man sich aufgrund des Plakats? Ja, natürlich, weil hier ist ziemlich viel richtig gemacht worden. Ich will das jetzt gar nicht inhaltlich beurteilen, sondern nur formal. Also ich glaube, Gysi als Typ ist sehr gut getroffen. Also dieses Foto ist ziemlich authentisch. Und natürlich so eine punktierte oder pointierte Aussage
die ist kontrovers. Also darauf gehen Leute ein. Okay, Frau Spengler-Ahrens, wir gehen rüber noch zu den Grünen hier. Da haben wir gar kein Gesicht. Wir kennen Sie ja noch aus anderen Wahlkämpfen mit Joschka Fischer, überall plakatiert. Trotzdem Ihre Meinung dazu? Also die Großen machen ja Bestandssicherung, die Kleineren greifen an. Ja. Und deswegen haben Sie sich auch gewagt, eine fette Aussage auf Ihr Plakat zu machen, eben keine Gesichter einzuzementieren. Schwarz-Gelb, nein, danke, ist zumindest deutlich und klar. Aus der Krise hilft nur Grün, sehr selbstbewusst. Naja, da kann man nur hoffen, dass das aufgeht. Okay, Applaus. Ein kleines... Also erstmal Lob vom Profi hier, dass Sie aus der Reihe rausfallen und eben nicht auf Gesichter setzen. Ein Problem hätte ich hier. Hier wird von Krise gesprochen. Welche Krise meint ihr eigentlich? Wenn man heute von Krise redet, denken die Leute allein Finanzkrise. Aber die Grünen haben die Finanzverständnis. Also da gibt es irgendwie so ein Glaubwürdigkeitsproblem. Gut, das war die knallharte Kritik der Werbeprofis an all den Plakaten, an denen wir tagtäglich vorbeikommen. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Und durch den Hinweis, dass Guido Westerwelle die Koteletten fehlen, da fühlte sich Cem Özdemir dann ungeheuer bestätigt. Denn er kann sie behalten. Ja, er kann sie behalten, sagt Dirk Niebel so. Also das hat auch hier schon auf unserer Bank Diskussionen ausgelöst. Wir fragen uns mal kurz, was geben die Plakate her bei der Beantwortung der Frage für den Wähler, welche Regierung bekomme ich denn wohl nach dieser Wahl? Und wenn man zwei Plakate sich mal herausgreift, Herr Niebel, dann schreibt die FDP, unser Land kann mehr. Und die SPD plakiert, nein. Wir schreiben, Deutschland kann es besser. Und die FDP, sehen Sie, ich verwechsel es auch schon. Und die das FDP, ist aber ein großer Fehler. Wenn die Wähler das machen, geht es in die falsche Richtung. So, sollen wir es jetzt noch mal aufarbeiten? Also, Deutschland kann es besser. Deutschland kann es besser und unser Land kann mehr. Die beiden Slogans von SPD und FDP, da müsste doch was drin sein, ja, oder? Das ist inhaltlich völlig richtig. Dieses Land wird unter Wert regiert. Deswegen brauchen wir auch eine neue Regierung, müssen die Große Koalition ablösen und dafür sorgen, dass es keine rot-rot-grüne rechnerische Mehrheit gibt. Also kann man nur die FDP wählen. Mhm. Große Koalition ablösen. Das soll nicht schlimmer werden. Das hast du aber schön auswendig gelernt. Ihr wollt schlimmer machen. Also, das hat Herr Niebel schon ein paar Mal gesagt in den letzten zwei Tagen. Das kann nur schlimmer werden. Ich würde es so stehen lassen, Dirk. Absprachewidrigkeit. Das kann nur schlimmer werden. Ich muss ihm versprechen, dass ich ihn sieze, weil sonst noch mehr Leute denken würden, er käme doch zu uns. Ja, und das tue ich nicht. Um 20 nach 11, dann entlarvt das Wahlforum dann auch noch diese Pointe. Aber Herr Gabriel, wir machen es Ihnen auch noch ein bisschen schwer. Wir hören mal auf eine Frage aus unserer ZDF-Kamerabox. Wenn ich am Wahlsonntag die SPD wähle, wähle ich dann auch automatisch die Linke mit oder bleibt es bei der Großen Koalition? Tja, das genau fragen sich die Bürger. Wahlsonntag SPD wählen, dann wählen Sie die Linke ja gerade nicht mit, denn weder wir wollen mit der Linke koalieren, noch wollen die Linken auf Bundesebene mit uns, haben Sie auch klar gesagt. Und es gibt zwei, es geht auch in der Tat nicht, wer 220 Milliarden Euro Sozialausgaben verspricht, ohne zu sagen, wie er es bezahlen soll, obwohl der Bund nur 300 Milliarden im Bundeshaushalt hat, mit dem kann man nicht regieren, sondern wir Herr Paul. Darf nur eine Bemerkung machen, weil das ist das, glaube ich, hier vorne alle so ein bisschen, diese schlauen Menschen aus den Werbeagenturen. Ich nehme an, die beiden haben nur gerade keinen Auftrag gekriegt von irgendeinem von uns. Aber die Plakate dienen doch nicht dazu, die Menschen über Wahlen, sozusagen über Inhalte zu informieren. Die Leute sind doch klug genug, dass das auf dem Plakat nicht passt. Sondern es geht darum, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Wahl ist. Und dass sie sich sinnvollerweise informieren sollten, was sie da tun wollen. Aber dass Parteien selbst glauben würden, über die Slogans auf den Plakaten würden wir Menschen über die Inhalte der Bundestagswahl informieren, das glauben nur die Werbestrategen, die uns das immer verkaufen wollen. Mhm. Aber wir können ja durchaus hier die Diskussion weitertreiben. Deshalb fragen wir Frau Paun noch mal kurz, ob sie sich ein bisschen fürchtet, dass die SPD vielleicht irgendwann doch kommt, weil sie vielleicht doch lieber nicht regieren möchten, wenn sie Reichtum für alle
aufs Plakat schreiben? Ich fürchte mich überhaupt nicht. Übrigens, dieses Plakat fand ich am Anfang völlig misslungen, als ich das erste Mal gesehen habe. Inzwischen ist das der Renner, weil in jedem Wahlforum, ganz egal, ob Rentnerinnen und Rentner im Saal sitzen oder Schülerinnen und Schüler, alle fragen mich immer, seid ihr denn wahnsinnig? Habt ihr denn das Geld schon dabei? Und dann kann ich erklären, dass wer die Linke wählt, einfach dafür sorgt, dass die anderen Parteien garantiert nach der Wahl ihre Politik ändern und sich nicht nur um das Materielle, ist auch wichtig, kümmern, sondern um mehr Bildung für alle, um Kultur für alle schon, um der Linken beim nächsten Mal die Stimmen abzugraben. Insofern, ich fürchte mich nicht, wir werden nicht regieren. Dazu ist die SPD nicht reif und die Grünen übrigens auch nicht. Sowohl in Fragen der Sozialpolitik als auch der Außenpolitik, aber als starke Opposition verändern wir das Land. Mhm. Wir sind noch mal bei den Machtoptionen. Herr Söder, hören wir mal noch mal kurz auf eine Frage aus unserer Kamerabox. Wie realistisch ist eigentlich eine Jamaika-Koalition? Fragt sich auch so mancher, Herr Söder. Ja, ich glaube, die ist aus mehreren Gründen unrealistisch. Wir wollen schwarz-gelb gemeinsam. Das sind wir uns ausnahmsweise Unterschiede, auch wenn es da Unterschiede gibt. Aber die Grünen sind ja letztlich die Partei, die sehr unehrlich ist. Wir haben jetzt beide Wahlen gehabt im Saarland und in Thüringen. Und man hat den Eindruck, und viele Wähler haben das auch, dass man sich jetzt bewusst bei den Grünen eine Entscheidung drückt, mit wem will man jetzt wirklich zusammenarbeiten. Und eines kann ich nur sagen, man kann schlecht um bürgerliche Wähler buhlen, aber dann Ende sich tatsächlich mit der Linkspartei zusammen in eine Koalition begeben. Das ist unehrlich, das muss geklärt werden, da müssen die Grünen entscheiden. Prüfen Sie sich oder prüfen Sie sich noch? Ist auch nicht so einfach im Saarland oder in Thüringen, weil es die Wahl zwischen Pest und Cholera ist. Aber auf eines kann man sich bei uns verlassen. Wenn Schwarz-Gelb die Mehrheit nicht bekommt, wofür wir arbeiten, dann werden wir nicht als Steigbügelhalter zur Verfügung stehen für schwarz-gelbe Politik, aber die keine Mehrheit in der Republik hat. Aber dann für La Fontaine, und bei La Fontaine, glaube ich, Sie können es x-mal wiederholen, die SPD und die Linkspartei haben es gegenseitig ausgeschlossen, aber die Linkspartei selber macht mit Plakaten wie Reichtum für alle eine Aussage, von der klar ist, die wollen das gar nicht umsetzen. Die Mindestlöhne, die die versprechen, die sollen nicht kommen. Wir wollen Mindestlöhne von 7,50 Euro. Die Linkspartei macht ein Spiel und sagt, wenn die Gewerkschaft 7,50 sagt, sagen wir 10 Euro. Würde die Gewerkschaft 10 Euro sagen, würden sie 15 Euro fordern. Also es geht nicht darum, wer bietet mehr. Es geht darum, wie setzt man was um. Genau. Und Frau Paul bemerkt noch, das sei Unsinn. Christian, wir nehmen aber noch ein paar E-Mail-Fragen heute Abend noch dazu. Ja, machen wir vielleicht eine nach der anderen. Geht wirklich wild durcheinander hier. Gerade wo wir bei dem Thema sind, die Farbenspiele der Koalition. Vielleicht gleich anschließend Frage an die SPD von Familie Grötsch aus Hamburg. Beide wollen Schwarz-Gelb und die Weiterführung der Großen Koalition verhindern. Rot-Grün bekommt nicht die erforderliche Mehrheit. Mit den Linken will die SPD angeblich nicht. Und jetzt fragt Familie Grötsch, wer soll denn nun eigentlich nach dem 27.09. regieren? Wir wollen, erstes Wahlziel ist, dass gegen die SPD nicht regiert werden kann. Zweites, dass Frank-Walter Steinmeier Kanzler wird. Das geht mit den Grünen nach Lage der Dinge nicht alleine. Eine interessante Reihenfolge. Ja, bei euch, ihr wolltet ja immer gar keinen, nicht, aber ihr lernt ja gerade das erste Mal, nein, was eine Koalition ist. Das ist eine interessante Reihenfolge. Ich sage es nochmal, in Bayern ist das mit den Koalitionen bei euch ein ernsthafter Lernprozess, den lassen wir euch erstmal machen. Und ansonsten glaube ich, wenn Schwarz-Gelb keine Mehrheit hat, spätestens 18.01 Uhr ruft mich Dirk Niebel an und duzt mich wieder, damit er dann doch dabei ist. Nee. Gleich die nächste Frage hinterher von Ernst Schammer aus Augsburg. Und zwar an Frau von der Leyen. Können Sie mir bitte mal erklären, warum für die Autoindustrie 5 Milliarden Euro Abwrackprämie aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden können und für Familienpolitik, Kita, Schulsanierungen und Betreuungspersonal permanent zu wenig Geld da ist? Die Abwrackprämie hat viele, viele Arbeitsplätze in Deutschland gesichert in einer unglaublich schwierigen Situation für die deutsche Automobilindustrie. Ich glaube, das ist unbestritten. Und da sind dahinter auch ganz viele Familien, die natürlich auf das Einkommen des Vaters oder der Mutter angewiesen waren. Nicht ganz richtig ist, dass für die Bildung oder für Familien in anderen Feldern kein Geld da war. Das Elterngeld 4,5 Milliarden, und zwar jedes Jahr. Ausbau der Kinderbetreuung, das haben wir durchgesetzt. 4 Milliarden seitens des Bundes, nochmal 4 seitens der Länder und der Kommunen. Also das zeigt schon, die Zahlen sind größer. Und das Entscheidende ist, sie sind auf die Dauer festgelegt. Das heißt, man sieht auch ganz deutlich, dass wir auf die Dauer eine Familienpolitik machen, die nachhaltig ist. Jetzt in der Krise musste aber diese
stützende Maßnahme für die Automobilindustrie und damit wir auf die Dauer die Arbeitsplätze erhalten, unbedingt sein. Denn die Folgen hätten die Familien sehr hart getroffen. Christian? Jo, machen wir gleich weiter. Frage an Frau Pau von Peter Müller per Telefon. Sehr geehrte Frau Pau, auf Ihren Wahlplakaten und in den Fernsehsendungen fordern Sie raus aus Afghanistan. Was wollen Sie stattdessen? Mit Herrn Bin Laden Kaffee oder Tee trinken und eine Wasserpfeife rauchen? Keinerlei Sympathien, weder für Herrn Bin Laden noch für Terroristen, und so muss man sie auch nennen. Allerdings, ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit Krieg, Terrorismus, schwerste Kriminalität nicht bekämpfen und nicht ausrotten können. Und deshalb möchte ich sowohl die Finanzierungsquellen für Terrorismus austrocknen und gleichzeitig, ich habe es vorhin schon gesagt, wir brauchen Hilfe für einen zivilen Aufbau in Afghanistan und dürfen nicht durch Krieg immer wieder uns neue Feinde schaffen. Und noch eine Frage von Martina Marz per E-Mail, und zwar an Herrn Niebel. Ein Tempolimit würde eine CO2-Ersparnis von 2 Millionen Tonnen bedeuten. Die FDP lehnt das ab, das Tempolimit. Warum? Wir haben auf ungefähr der Hälfte aller Autobahnstrecken ohnehin schon verkehrsbedingte Tempoeinschränkungen, was viel sinnvoller ist als ein generelles Tempolimit. Auch zur Einsparung von CO2-Emissionen sind vernünftige Verkehrsleitsysteme und vor allem ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Und hier ist in den vergangenen Jahren viel zu wenig gemacht worden. Die Verkehrsinfrastruktur ist ziemlich marode im Moment. Das war schon unter Rot-Grün so. Und ich hätte nie gedacht, dass der Autobahnbau zum Beispiel unter einer unionsgeführten Regierung genauso marode weiter fortgesetzt wird, wie das jetzt vorher gewesen ist. Und noch eine E-Mail-Frage an Cem Özdemir von den Grünen, von Hannelore Hommer aus Hamburg. Was mich interessieren würde, sie hat offenbar unser Elektroauto vorhin gesehen, was mich interessieren würde, wo soll der ganze Strom produziert werden, den wir für diese unendlich vielen Elektromotoren dann brauchen? Das muss erneuerbarer Strom sein, denn sonst hätte man Nullsummenspiel. Und das geht auch heutzutage technisch. Das heißt, die Tankstellen, mit denen der Elektrostrom zur Verfügung gestellt werden muss, müssen solarbetriebene Tankstellen sein. Wenn Sie heute durch Süddeutschland mit dem Zug fahren, sehen Sie in jedem Dorf Photovoltaikanlagen. Die gibt es unter anderem deshalb, weil wir damals das Erneuerbare Energiengesetz gemacht haben. Da liegt die Zukunft der Elektromobilität, aber auch unsere Elektrizitätsversorgung. So, das war unsere abschließende Schnellfragerunde, eine Frage, eine Antwort der Eingänge aus der E-Mail-Geschichte. Wir haben vorhin über Koalitionen geredet. Heute hat Sachsen sich entschieden für eine schwarz-gelbe Koalition statt wie bisher schwarz-rot. Herr Niebel lacht schon über beide Ohren. Ist das jetzt ein Omen für die Bundestagswahl in 12 Tagen? Ja, das ist ein gutes Zeichen. Die 6 größten Bundesländer in Deutschland werden schwarz-gelb regiert. Ich habe auch in Ihrem Sender noch nie davon gehört, dass es dort irgendwelche sozialen Unruhen gegeben hätte. Im Gegenteil, 60 Millionen Menschen in Deutschland kennen schwarz-gelb als Regierung. Und die Rahmenbedingungen für Wachstum, eigene Beschäftigung und dadurch soziale Sicherheit sind wesentlich besser in diesen Ländern als in anderen. Deswegen ist das ein gutes Zeichen für in 12 Tagen, ja. So, und wir hoffen auf jeden Fall an dieser Stelle, dass viele wählen gehen. Wir haben seit 20.15 Uhr junge Kreative draußen vor den Türen stehen, denen es hoffentlich jetzt nicht zu kalt geworden ist, die an einer großen Plakataktion arbeiten. Jetzt wollen wir doch schauen, was dabei herausgekommen ist. Christian hat den Weg nach draußen geschafft. Ja, ist euch zu kalt geworden? Nee, ne? Nee, überhaupt kein Problem. Super okay, warm. Es war ja auch viel zu tun tatsächlich hier heute Abend im Laufe der letzten 3 Stunden oder so. Das ist eines eurer Werke, eines von den Plakaten. Ganz kurz, seid ihr zufrieden mit dem Werk? Alles super. Wir haben sofort die Antwort von Herrn Özdemir integriert. Ne? Das Drehbuch Deutschland ist an der Stelle von Berlin mit dabei. Insofern, da ist alles super gelaufen. Also ganz kurz, das heißt, geh wählen für das, was du liebst. Da sind viele Dinge. Jeder hat etwas einsenden können. Hier unten, da möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, ein Fernseher, auf dem ZDF Berlin steht. Ist das nicht schön? Dafür ganz herzlichen Dank. Und das soll dann die Leute bewegen, tatsächlich für das, was sie lieben, auch ihre Stimme abzugeben. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die steht... Upsala. Gehen wir rüber? Genau, die steht hier. Das ist eine Installation. Das war unser persönlicher Favorit. Die Aufforderung ist ganz deutlich. Wer nicht wählt, vergibt die Chance zu gestalten. Die Idee, wir sehen hier, alles ist super aufgebaut. Jeder möchte eigentlich sich sofort Farbe nehmen und das aufs Plakat klatschen. Aber in unserem Fall ist es heute leer geblieben. Und wir wollen damit zeigen, wie enttäuschend und langweilig das ist, wenn man nicht wählen geht. Es ist ein leeres Plakat, wir hätten viel lieber was Buntes hier an dieser Stelle, aber stattdessen ist es ganz öde. Also es soll den Leuten auch so ein bisschen zeigen, hallo,
Da muss man mal hingucken, da ist ja gar nichts drauf, da steht ja erstmal gar nichts, sieht man zumindest auf den ersten Blick nicht so gut. Stopping Power, man erwartet das ja nicht, ne? Jeder hat sich ja sicherlich darauf eingestellt, dass da jetzt was super Buntes an dieser Stelle ist. Ist es aber eben nicht, es ist total leer und total langweilig und sozusagen ist es ein Mahnmal für Nichtwähler. Okay, und genau deshalb wirkt es möglicherweise. Es hat Stopping Power, habe ich gerade gelernt, sagt der Werbefachmann, man bleibt also stehen. Genau, es muss immer anders sein als das, was man erwartet, das ist ganz wichtig. Okay, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit, das war wirklich ganz toll und ich glaube, wir haben jetzt erstens vielen Leuten noch mal klar gemacht, wann der Wahltermin ist. Damit haben wir ja angefangen. 27. September. Und wir haben zweitens klar gemacht, warum es wichtig ist, wählen zu gehen. Ganz herzlichen Dank. Super. Und ich kann nur sagen, hier im Studio kam es ausgesprochen gut an. Viel Applaus dafür. So. Ein langer Abend geht zu Ende. Sonja Schünemann hat den Wortwahlscanner, den sie noch schnell uns präsentiert. Wer hat was wie häufig gesagt, mit welcher Intensität? Genau, und wir gucken mal stellvertretend für den ganzen Abend auf die Diskussion, die wir ganz am Anfang hatten, nämlich rund um Kinder- und Familienpolitik. Und so, schauen hier mal drauf. Moment, ich mach's mal in die richtige Größe. So, also fangen wir an mit Herrn Gabriel. Klar, ganz häufig gesagt, dass Wort Kinder, aber wir sehen auch, von welcher Richtung er da kommt. Ganztagsschulen, Familienpolitik hat er am häufigsten erwähnt. Weiter mit Herrn Söder, bei dem sind eher die traditionellen Werte ihr Thema. Wir sehen Zuhause, Kümmern, Eltern, diese Wörter. Bei Frau Pau hier rechts haben wir am häufigsten in dem Bereich die Wörter beitragsfrei und Betreuung. Heißt, da kam direkt wieder ein bisschen Kritik auf. Und wir gucken weiter. So, Herr Niebel von der FDP hat die Familie in den Vordergrund gestellt und familienfreundlich. Bei Frau von der Leyen haben wir auch häufig Eltern gehört und Kinder. Und hier ging es auch um Kita-Plätze. Und jetzt fehlt uns noch Herr Özdemir. So, da haben wir bei den Kindern auch häufig das Wort Erziehung gehört. Heißt, da ging es auch um die Betreuungssituation. Sagt der Erzieher und gemeinsam Deutschland Kinder wäre dann auch schon fast wieder ein Slogan für ein Wahlplakat. So, wir bedanken uns sehr bei der intensiven Diskussion hier am Tisch. Sie sind noch nicht ganz entlassen, sondern müssen wie unsere anderen Gäste auch in diesen Wahlforen noch ihren Wahltipp abgeben. Wir haben mal abgedeckt, was die anderen getippt haben, sonst orientieren Sie sich zu stark. Also, alle haben getippt. Wenn wir einfach um Ihr Votum bitten dürfen, Frau von der Leyen, Herr Söder, Sie müssten sich einigen auf eine Zahl oder Sie dürfen auch zusammenrechnen, wie Sie möchten. Bisher haben sich alle einigen können, muss man sagen. Ja, bisher haben sich alle einigen können. Also in Bayern bekommen wir 50%, hoffentlich. Wie viel gibt das für den Bund, Herr Söder? 7 ungefähr. Ja, also auf jeden Fall soll das insgesamt zu Schwarz-Gelb reichen, mit, wie gesagt, starkem Schwarz und ein bisschen Gelb. Ja, eine Zahl hätten wir gerne. Der Wahltipp dürfen ist immer sagen, eine für die Zahl. CDU dürfen Sie was, müssen Sie was sagen. Für die CDU. Macht halt 37 und dann ist gut. Unionsergebnis. 40. 40. Sagen so. Die beiden. Herr Gabriel. 35. Bitte, Entschuldigung. 35. 35. Herr Niebel. 13,8. 13,8. Und Herr Özdemir für die Grünen. Also da wir vorhaben, den dritten Platz zu bekommen, das heißt, vor der FDP zu liegen, nehmen Sie einfach 0,1 dazu zu dem, was er immer sagt, egal also was er sagt. 13,9, ja? 13,9, immer ist fair, ein wenig besser, sagt der Herr Özdemir. Und dann schauen wir noch auf die Linken, Frau Pau. 10 plus X und ein Direktmandat wieder in Marzahn-Hellersdorf. Ja, so viel kann ich gar nicht aufschreiben hier. Ja. Machen wir mal so. 10 draus. Und kriegen jetzt? Wir das hin, das abzunehmen? Ja, dann können wir nämlich alles noch mal vergleichen. Das sind unsere, also es ist 40 hat jeder der Union getippt. Aber 35, die Linke, Herr Steinbrück wollte nicht mitmachen, er hat sich verweigert, aber 34,5 von Herr Scholz. Und wenn man hier mal auf die Linke guckt, das ist ganz interessant, da muss sich jemand abgesprochen haben, 10, 10, 10, ja, nicht schlecht. Also, das ist der Wahltipp aus 3 ZDF-Wahlforen. Wir danken sehr für den langen Abend, für diese intensive Diskussion. Wir danken Ihnen sehr für
Ihr Zuschauen an diesem langen Abend. Und fürs Mitmachen, Bettina, denn es haben wirklich unglaublich viele mitgemacht. So viele E-Mails, Telefonate, die hier angekommen sind. Auch wirklich freundliches Lob auf Twitter und auf anderen Seiten für diese Sendung. Ganz herzlichen Dank dafür. Das freut uns. ZDF.de, heute.de, immer erstklassige Adressen, wenn Sie hier auch tatsächlich dann noch mal einige Fakten nachprüfen wollen. Und wir geben sie gerne an Johannes B. Kerner weiter, der heute das Thema Politik hat. Ah, was denn sonst? Mit Alice Schwarzer, Helmut Marquardt, Giovanni Di Lorenzo, also auf jeden Fall dranbleiben. Und wir sehen uns dann am 27.09., dem großen Wahltag, sehen wir uns wieder. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Donnerstag, Berliner Runde, auch einschalten. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss und schönen Abend noch. Danke. Ciao.